Nur noch wenige von uns, und dazu zähle ich mich auch, dürften wissen, dass es im Innenhof des Planitzer Clara-Wieck-Gymnasiums dereinst auch einen Brunnen gab. Seit Donnerstag sprudelt die Fontäne wieder. Eigentlich sollte der Brunnen schon zum Schlossfest am vergangenen Samstag in Betrieb gehen. Jedoch machte das Wetter den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Das Planitzer Schloss ist seit dieser Woche um eine Attraktion reicher. Pünktlich zur angekündigten Hitzewelle sprudelt der Brunnen im Innenhof wieder. Nach der Sanierung von Gymnasium und Teehaus präsentiert sich damit ein weiteres Kleinod in alter Schönheit. Ja, so ein Schloss hat natürlich immer früher einen Brunnen gehabt im Innenhof. Ein Barockschloss ohne Brunnen ist schier undenkbar. Der war jetzt einige Zeit nicht im Betrieb durch die Bauarbeiten. Und deshalb freuen wir uns, dass wir den heute wieder einweihen dürfen. Mit Beginn der Sanierung des Schulgebäudes ist der Brunnen trockengelegt worden. Eine Wiederinbetriebnahme des steinernen Oktagons war lange offen. Im Vorfeld mussten noch einige technische Details geklärt werden. Konkret gibt es leider keine Zuleitung, auch keine Ableitung. Das heißt, das muss also manuell alles gemacht werden, Wasser zu und abgeführt. Aber es mussten natürlich elektrische Anlagen gebaut werden, um diese Elektroanlage in Betrieb zu nehmen. Und auch der Springler als solche, dass der Springbrunnen kommen musste, erneuert werden. Die Baumaßnahmen wurden zum Teil vom Förderverein des Gymnasiums finanziert. Da das Geld nicht reichte, wurden weitere Ideen gesammelt. Und da haben wir uns erinnert an diese Spendenaktion Max braucht Wasser unter Wellenborn und haben unseren Brunnen dann eben Max getauft. Also im Grunde genommen haben wir angefangen vor 2 Jahren zu überlegen, wie wir das in die Richtung kriegen können. Also mit der Eröffnung der Schule haben wir im vergangenen Jahr zum Schlossfest eine Spendenaktion gestartet und in diesem Jahr nochmal. Und wollten eigentlich auch schon zum Schlossfest ihn eröffnen, das ging aber wegen des Wetters nicht. Nach zusätzlicher finanzieller und handwerklicher Hilfe konnte der Brunnen saniert werden. Der Kostenrahmen von 2.000 bis 3.000 Euro wurde dabei leicht überschritten, was jedoch dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren kein Problem war. Die ganzen Kosten konnte der Förderverein gar nicht tragen. Ich danke an dieser Stelle nochmal ganz speziell unseren Sponsoren, die sich sowohl um die planerische Arbeit bemüht haben, als auch die baulichen Sachen übernommen haben. Es musste ja nochmal aufgegraben werden, es musste durchgebohrt werden durch den Brunnen, es musste installiert werden. Und da hätten wir ohne Sponsoren überhaupt nichts ausrichten können. Schüler und Lehrer freuen sich, dass der Brunnen im Schlosshof endlich wieder sprudelt und für Erfrischung in den Unterrichtspausen sorgt.